guten Tag und herzlich willkommen, Leute. Hallo. Zur ganz speziellen, warte mal, ich mach mal diesen Hut weg. Das ist nicht Spiele mit Bart. Ja, ist nicht Spiele mit Bart. Das ist für einen anderen Tag angedacht, aber naja, eher Spiele mit Gs. Sozusagen. Yeah, Double G. Haben wir davor. Ja, ihr habt hoffentlich eingeschaltet, weil ihr wisst, was jetzt abläuft. Da haben wir ja einen schönen kleinen Trailer für euch. Wir haben einen super Teaser, eines der besten Teaser seit Sendestart. Ich habe dir gesagt, ich habe noch genug Material, um daraus einen Teaser zu bauen. Wir wollen heute, der Gino und ich, etwas machen, was wir schon länger mal hier auf dem Sender machen wollten. Aber super lang. Super lang. Super lang schon. Es wurde immer, okay, nein, wir haben da gerade das zu tun, das. Es wurde immer weiter nach hinten geschoben, bis wir im Jahr 2016 angelangt sind. Und ja, wir haben hier den Chat noch dabei, damit wir auch noch mit euch interagieren können. Halt's noch mal ein bisschen hoch. Ja, klar. Das hast du ja mitgebracht. Das habe ich mitgebracht, genau. Das ist Tales of Symphonia. Wir können auch gerne schon mal ins Ingame schalten, damit wir das schöne Titelbild sehen können. Take your game further. Okay. Official Strategy Guide. Ja, der war damals zu der US-Version, die ich gespielt habe. So Anfang der 2000er, als es rausgekommen ist. Das war ein Spiel, wo wir gemeinsam sozusagen ein bisschen Vergangenheit da haben. Ja. Du wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich. War ein bisschen, ja. 2005 kam es? 2003 müsste es sein. Ja? Ja, aber 2005 in Deutschland, oder? Ich glaube, es muss schon früher gewesen sein. Aber vielleicht hast du es 2005 hier gespielt, damals mit 14. Ja. Warte, da war ich 16, war ich da. 16 bist du gewesen, 16. Ja. Und ich hab's gespielt damals als Fan der Tales-Serie. Hier um Budi drumherum habe ich einiges Zeug aufgebaut. Da können wir gerne wieder ein bisschen fancy rausgehen aus dem Menü. Ich habe mal meine Tales-Sammlung mitgebracht. Eine sehr alt einhergebrachte Rollenspielserie aus Japan ist so, was so klassische Rollenspiele angeht, mit die dritterfolgreichste und umfangreichste nach Final Fantasy und Dragon Quest. Und die habe ich immer sehr gern gespielt. Ja. Sagen. Und habe ich auch durchgespielt, das letzte Mal aber auch auf dem GameCube. Tatsächlich? Ja. Also die PS3-Version dabei. Genau. Wir haben uns auch so vorbereitet. Das Ding kann man tatsächlich auch zu zweit spielen innerhalb der Kämpfe. Man kann sogar zu viert theoretisch. Man kann sogar auch zu viert spielen, aber wer außer uns hat Ahnung. Eben. Und Skill. Und Talent. Und so weiter. Und wir wollten uns auf jeden Fall ein bisschen spielen, ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ja, und genau. Dann nach Möglichkeit auch schauen. Es hängt ein bisschen dann auch von euch ab, ob wir es weitermachen oder nicht. Ihr entscheidet im Endeffekt. Genau. Also wenn euch das gefällt und ihr das weiter sehen wollt. Dann müsst ihr schön einschalten, weitersagen, Bescheid sagen, dass nicht nur irgendwelche Sachen wie Pokémon hier auf dem Sender Pokémon dann laufen. Primetime und ja, genau. Wir wollen mal hier die richtigen Rollenspiele. Huhu. Nein. Ja, gleich abgesetzt. Oh Gott, nein. Ich habe was gegen Pokémon gesagt. Nein, Pokémon ist ja auch super. Pokémon ist fantastisch, aber du brauchst auch mal ein bisschen was mit ein bisschen mehr Tiefgang zwischendurch drin. Genau. Also, ja, wenn ihr es sehen wollt, gerne uns Feedback geben. Reddit und Twitch und Twitter. Genau, wir haben parallel noch den Chat im Auge gegeben, also allen Leuten Bescheid, dass sie jetzt schön einschalten können. Da werden wir 2 Stunden erstmal spielen und danach können wir ja gucken, je nachdem wie der Zuspruch ist, ob wir das weitermachen, wie das funktionieren wird. Wir werden jetzt während der gesprochenen Cutscenes sozusagen die Schnauze halten, damit ihr dann auch mal ein bisschen mitbekommt. Wir haben die Texte auf Deutsch geschaltet, damit ihr auch gut genug versteht. Genau. Die Sachen und aber englische Synchro. Englische Synchro, genau. Für. Genau, es gibt die Möglichkeit auch noch auf die japanische zu gehen, aber ich weiß, Wertepuristen, ja, Nihongo, was auch immer. Aber die Leute, die jetzt japanische Sprachausgabe wollen, können wahrscheinlich das auch selber mitsprechen. Ne? Und es ist ein bisschen über so ein langes Spiel auch anstrengender und vor allem die Synchro ist ja auch sehr gut. Ich liebe die englische Synchro. Ich habe damals auch Englisch nur gehört. Die finde ich klasse von jedem Charakter. Die finde ich super gut. Also ich habe nichts gegen englische Synchro. Deswegen werden wir jetzt auch Englisch hören. Wir starten jetzt einmal das Intro, das könnt ihr euch in Ruhe anhören und dann werden wir einsteigen und dann stellen wir euch mal vor, was Tales of Symphonia so zu bieten hat. Oh, Einstellungen ändern, okay, dann ja, mal gucken, was wir da noch machen können. Achso. Die Skit-Einblendungen lassen wir mal an, falls wir uns die angucken wollen. Das sind so kleine Mini-Stories, so kleine Mini-Gespräche, die man zusätzlich einschalten kann. So, ich würde auf Semi-Auto erstmal lassen. Aus der Distanz werden automatisch angeführt, ja. Das sind alles Steuerungssachen, die man ändern kann. Und dann gucken wir uns das Intro mal an. Viel Spaß. Danke für das Spielen der Tales of Serie. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Selbst das Spiel sagt es. Yeah. Ja, das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich dann andere Tales-Spiele schon auf der Festplatte drauf habe und Spielstände. Das ist ja super. Und hier ist ein Geschenk für dich. Ach, was kriegen wir denn? Kostümset. Ah, wir können die Charaktere wie bei Tales of the Abyss anziehen. Ja, wer weiß. Dann ziehen wir denen schön ein bisschen Luke-Kleidung an. Once upon a time, there existed a giant tree that was the source of mana.
A war, however, caused this tree to wither away, and a hero's life was sacrificed in order to take its place. Grieving over the loss, the goddess disappeared unto the heavens. The goddess left the angels with this edict. You must wake me, for if I should sleep, the world shall be destroyed. The angels bore the chosen one, who headed towards the tower that reached up unto the heavens. And that marked the beginning of the regeneration of the world. Stimme kommt mir ganz vertraut vor. Ehrlich. No? Das ist der richtige, der einzig wahre Kratos. Der wahre Kratos tatsächlich. Ja. Nicht hier God of War Kratos. Den werden wir gleich hoffentlich sehen. Das ist unser Hauptcharakter. Ja. Wir haben jetzt schon im Chat. Lloyd. Ja, Lama, können wir gleich auf den Chat. Es hat weniger Frames als die. Genau, aber ihr würdet das eh nicht sehen können, weil wir senden mit 25 Bildern. Deswegen. Also ist relativ egal, welche Variante wir spielen. Do you manage to sleep standing? Oh, Professor Rain, is class over? Never mind. Let's have someone else answer the question. Genus, how about you? Yes, Rain. Methos, the hero, brought about the end of the ancient war in the holy ground of Carlon. Correct. Afterwards, Methos the hero formed a pact with the goddess Martell to seal away the Desians whom caused the war. But the Desians came back and are now causing everyone to suffer. We covered that in class last time, remember? When the seal weakens, the Desians reappear, just like they have now. I knew that. I just forgot. Today is the day of prophecy. It is a very important day, which the Chosen of Mana will receive an oracle from the goddess Martell. Now, Chosen One, Colette. Ist immer so ein Tollpatsch, ne? Oh, die Stolperin. Yes, ma'am. Die ist nervig, ey. Tell us about the journey of world regeneration. It is a journey to seal the Desians. Upon passing the trials of the goddess Martell, the summoned spirits that protect the world awaken. And mana is restored. Correct. I suppose we should expect the Chosen herself to know the answer to that one. Mana depletion is the cause of the current food shortages and droughts. It is said that this occurs because the Desians consume vast amounts of mana in their human ranches. The Chosen's journey has two purposes. To revive mana, as well as defeat the Desians. Das war ja auch immer so krass. Das werden die gleich alles nochmal ausführen mit den Menschenfarmen. Ja, ja, genau. Das ist schon mal ein bisschen was anderes, ne? Ja, ja. Das sind schon einige Anleihen, die man da... Ja, das werden wir gleich nochmal ausführen, wenn die Cutscene vorbei ist. Das gibt es immer relativ, sagen wir mal, soziale Problemfälle werden in Tales-Spielen gerne mal als Grundlage genommen, ein bisschen gamifiziert. Genau. Now for the next question. Eduard, könntest du das... Wow. Boah. Ich meine, das Bild gleich entweder ganz oben und ganz unten einblenden, ist, glaube ich, cooler als das. Ich habe es da gemacht, weil das Menüs, die sonst dann wegklicken. Es würde sein, dass die Zeit für das Oracle ist gekommen. Ich werde gehen und checken auf die Chapel. Everyone stay here and study on your own. Understood? Professor, I'll go with you. No, Colette. If it is the Oracle, the priests will come here for you. Wait here with everyone else. Yes, ma'am. Tja, und? Können wir jetzt? Wir können tatsächlich spielen. Yeah! So sieht also Ingame aus. So sieht das Ingame aus, ja. Also, wenn ihr die Gamecube-Version gespielt habt, eigentlich ist die PS3-Version, die wir gerade zocken, hier ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass es Widescreen gibt, also Widescreen-Bildformat, und dass die Framerate von 60 auf 30 gesenkt wurde, weil auf Grundlage der PS2-Version das Spiel umgesetzt wurde, wegen Bonus-Contents. Wie schon erwähnt, ihr könnt eh keinen Unterschied sehen, wenn wir es hier
auf dem Sender zeigen, weil wir eben mit 25 Bildern pro Sekunde dann spielen. Und wir haben besseren Content denn hier, ja, den wir euch genau dann mehr präsentieren können. Ja, was wir mitbekommen haben, das ist Lloyd, unser Hauptcharakter. Lloyd mit Doppel-L übrigens. Lloyd mit Doppel-L, so wie man Lloyd eigentlich schreiben würde. Und Genus ist sein bester Kumpel, ist der Bruder von Rain, der Grundschullehrerin. Genau, das war unsere Lehrerin. Colette ist die Auserwählte, die ebenfalls mit uns in die Schule geht. Und heute ist ja, was war das, der Tag der Regeneration oder so, wie haben sie es genannt? Salvation, ja, oder Erlösung oder so, irgendwie, ja. Also zumindest heute an dem Tag wird die Erlöserin bestimmt. Ja. Oder sie ist, ja. Dass eine Erlöserin bestimmt, die auf Reise gehen soll, um die bösen Designs, die die Welt versklaven und in Menschenfarmen packen, dann... Und die Mana-Ressourcen aufbrauchen. Genau, dass da jemand auf eine große Reise gehen soll, auserwählt werden soll. Und da gab es jetzt dieses Zeichen, von außen ist dann der Blitz gekommen. Genau, helles Licht. Und dem wollen wir nachgehen. Genau, also Genus will uns natürlich nicht weiterlassen. Nein, wir dürfen einen Forschungstrip. Genau. Ist doch klar. Ist logisch. Genus ist so der kleine Streber, ne? Alles besser weiß. Ja, naja, wir haben ja auch schon gesehen, Lloyd als Hauptcharakter. Als erstes, wo wir ihn sehen, steht er in der Ecke in der Schule, muss die Wassertröge tragen. Passt aber nicht auf. Er hat fucking Doppelschwerter. Ich meine, ja. Welcher Grundschüler hat Doppelschwerter mal ebenso bei sich? Und es wird hier vor allem auch nicht aufgenommen, das Doppelschwert, oder abgenommen am ja. Schuleingang. Sie sagen, nee, ein Schwert reicht doch. Aber zum Glück, glaube ich, Colette kann uns auch überzeugen, dass wir hier mitkommen können. Und wir haben unsere Party. Colette und Genus haben sich angeschlossen. So, im Chat kam die Frage auf, was ist denn da hinten passiert? Wir schauen uns das mal an. Da ist ein Loch. Ja, wo kommt denn dieses Loch her? Es hat rein zufällig Colette-Form, dieses Loch. Ja. Das war beim letzten Frühjahrsputz. Ich habe aufgewischt und bin dann aus Versehen. Ja, Colette ist halt die tollpatschigste ever, glaube ich. In dem Spiel auf jeden Fall. Genau, und sie hat den Titel Tollpatsch bekommen. Was sie ja bekannt ist, mit Hunden reden oder Hunde ansprechen. War es das? Ja. Und wenn man alle Hunde im Spiel angesprochen hat mit Colette, dann passiert das. Oh, dann gab's was, okay. Ja. Was wir machen können, ist übrigens, diese Titel, die wir bekommen, sind nicht nur Makulatur, sondern sie geben auch Statusaufwertung. Genau. Dann werden wir nämlich von Nachwuchs ausgebildet zum Tollpatsch. Wir werden gleich in Ruhe weiterspielen. Wir gehen kurz in die Werbung und wenn wir wieder zurück sind, dann werden wir mal schön zeigen, wie das Kampfsystem funktioniert. Bis gleich. Bis gleich.